Liebe Genossen, wir haben uns hier wieder versammelt, um ein Bier zu trinken, um für die Gemeinschaft unseren Gaumen zu schädigen. Vermutlich mal damit wieder bei Rico bei Einkaufen. Da gibt's nicht besonders. Naja, wir werden sehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Bergbräu-Pilz. Schon so trocken hier, ja. Klassisch herb. Fein herb mit dezenten Malznoten. Zutatenwasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt. 0,33er Flasche, 4,9%. Am besten zwischen 7 und 8 Grad. Ja. Passt. Es ist auf jeden Fall noch im mindestens halber bis 10, 24. Das passt schon. Das muss man nicht erwähnen, finde ich. Naja, explizit. Seit dem letzten Ding anscheinend schon. Also wollte ich das mal machen. So, was ist denn jetzt hier? Auspacken, nicht lang schnacken oder auspacken? Ja, auspacken, nicht lang schnacken und vorher mal darüber reden, was da überhaupt liegt für eine Plörre. Ach so, die Plörre? Ja, die müsst ihr euch im letzten... Das ist ein Lit-Toilet. Ah! Das ist das Ding vom letzten Video. Ja, das war leider abgelaufen. Ach. Das werden wir bei Gelegenheit nochmal neu testen. Ja. Hm. Hast du die schon notiert? Staffelbergbräu im Märzen. Auf deiner Einkaufsliste. Ja, das ist notiert. Muss ich erstmal gucken, wo denn hier, wo das passt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Hm. Ja. Auspacken oder wegpacken? Naja, es ist halt. Also, die Bierflasche, Verschluss, kennst mich ja. Wenigstens drei und so weiter. Ja, dann finde ich gut. Dann Dreier. Und ich rupp die Flasche auf. Oder was? Ja, ausnahmsweise. Das war schon mal sehr gut. Mhm. So, ich kipp mal. Übertreib es nicht. Das ist nur eine 0,33er. Schön klar, schöne Farbe, Schaum passt. Der Schaum ist sehr gut, ja. Hey. Kohlensäure ist auch da. Volle Punktzahl. Tja, da gibt es jetzt nichts zu meckern, ne? Na, das Glas ist nicht so schön. Das ist von Enrico. Hm. Ja. Na denn? 4 Punkte. Prost! Wie schmeckt's? Klassisch herb steht drauf. Das machen wir nur für euch hier. Das ist hier kein Spaß. Das riecht voll süffig. Bisschen. Feinherb. Feinherb mit dezenten Malznoten. Aromen, meinte ich. Ist schon recht herb. Also, als ich das erste Mal getrunken habe. Aber fein herb. Naja, so fein ist es noch nicht. Also, es ist schon, also im Gegensatz zum Jewa ist es nicht so herb, aber ist schon recht herb. Aber abgesehen mal von dem Herben, ist jetzt da nicht mehr viel Konsistenz. Ja, ist recht herb und dann. Oder schmeckst du noch irgendwas? Also ich schmecke nur das Herbe halt. Ja, das ist für mich nur herb. Herb, mild. Keine Würze, keine Malzige, nichts Malziges, nichts irgendwie so herb. Im Abgang habe ich so einen Hauch von Hagebutte. Na, erzähl mal. Na, Hagebutte. Ja, ist mir auch zu herb. Aber da ist nichts mehr bei hinter. Das Herbe übertüncht alles. Ja, da kommt immer herb und dann. Ja, dann war's das. Ja. Da fehlt mir so ein bisschen das. Also. Also, so 0,33er kann man da ja nochmal von trinken. Aber eine Kiste will ich mir jetzt nicht kochen. Nee, also ich würde auch so.
die 8 oder so. Eine 7 oder eine 8. Na gut, letztes Jahr eine 6, also gibt es eine 9. Naja. Oder eine 8, ja, eine 8. Ja. Schon okay. Special Points. Du hast da eine Brauerei. Oder zumindest so in der Nähe. Na, ich war im Harz. Was gibt's zu berichten? Vom Bergbräupilz. Ja, naja, das andere Bier, was ich da getrunken habe, das war natürlich um einiges besser wie das kommt hier. Noch. Und da hat das Bergbräu natürlich schlechte Karten vielleicht gehabt. Vielleicht hättest du mir das mal vorher gesagt. Was? Bevor ich dir das anreiche. Wieso? Naja, dass das andere viel leckerer ist. Na, ist doch besser, wenn man erstmal das trinkt. Nee. Na, am Ende kommt das Beste, oder nicht? Dann nehme ich mal der andere, ganz andere aus dem Kühlschrank. Nee. Ja, das ist halt, ja. Willst du dir den Verschluss jetzt einen Punkt geben? Ansonsten ist er nicht besonders. Nee, ja, den Verschluss, ja. Okay. Ein Mitleidspunkt. Ja, schade. Spezialpunkt. Deutsche Reinheitsgebot. Ja. Bayerische. Münchner. Ja. So, was ist hier mit dem Witz? Oder mit den Fakten? Was willst du erst? Was für eine Strauß gesucht, wa? Warum ist ein Bier besser als eine Frau? Ein Bier schmeckt den ganzen Monat. Aber einen habe ich noch. Wo ist denn das? Wo ist denn das hin? Ah, hier. Ah ja, hier. Jetzt kommt einer unter der Gürtellinie. Ich wollte eine Kiste Bier an ein paar Rollstuhlfahrer verschenken, aber der Slogan Saufen statt Laufen kam nicht so gut an. Der braucht ein bisschen. Ich brauche mal ein bisschen. Saufen statt Laufen, müssen sie saufen. Der Bier mit der Frau, haben wir überhaupt noch Blondinenwitze drin? Ach, das hatten wir auch schon. Ja, musst du auch mal durchstreichen. In Flagranti hatten wir, ja. Fakten. Wer hat's erfunden? Nein, nicht die Bayern, sorry. Es waren wohl die Sumerer aus dem Zweistromland im heutigen Irak. Zweistromland ist aber zwischen Euphrat und Tigris ist Mesopotamien, glaube ich. Und zwar schon im 4. Jahrhundert vor Christus. Der Legende nach haben wir das goldene Glück einem Zufall zu verdanken. Teigfladen aus Gerste und Weizen wurden in Wasser eingeweicht. Vielleicht, um Kranken das Essen zu erleichtern. Das Zeug begann zu gären und der Brei entwickelte eine berauschende Wirkung. Ob es dem Patienten nach dem Konsum besser ging? Ja, sicher. Naja, sicher. Ist nicht überliefert. Naja. Also, die Sumerer aus dem Zweistromland im heutigen Irak. Also Mesopotamien, oder? So. Die Ägypter haben auch schon Bier gebraut. Du hast schon wieder ausgetrunken. Ja. Ja, die kamen aber erst danach. Ägypten gab es ja erst später als 400 vor Christus. Ägypten, hat irgendeine Art noch vor der Sumerer angefangen, wettig. Der hat ja. Das bloß nie erzählt. Hast du eine Uwe? Nein. Nee. Beim letzten Mal hatte ich bloß das Problem, wenn du da nicht schnell genug trinkst, dann kommst du in den Spülwasserbereich. Naja, also. Naja, kann auch sein, dadurch, dass ich dann. Naja, das ist halt immer so. Das ist genau so ein Beispiel. Das ist jetzt keine Uwe, nee. Nein. Okay. Wake-up-Faktor? Nee. Man sieht ja. Ich denke mal, Bronze hat es schon bekommen, war. Ja, ich schmeckt eigentlich den Uwe raus. Und selbst wenn du den Uwe raus schmeckst, hast du immer noch 19. Silber, ja? Ja. Nee, Uwe ist 2 Punkte. Naja, wenn du dir den Uwe raus schmeckst, dann müssen wir die 2 Punkte abziehen. Also irgendwas zwischen Silber und Bronze haben wir hier. Ja. Also,
Dann ist das Bronze, Silber, Luft nach oben, Mittelding eigentlich nicht. Völliger Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Doch, genau das ist es. Das ist schwierig. Ja, zwei Köpfe, eine Meinung. Ne? So viel dazu. Bronze ist es. Ja, würde ich auch sagen. Also das ist nun wirklich, also Bronze. da müssen wir jetzt mal ein bisschen hier Abstriche machen. Vielleicht Ja. überarbeiten wir die ganze Chose nochmal. Ja, haben wir letztes Mal schon, aber ich bin noch nicht, bin hier schwer beschäftigt. Ja, das ist nun mal so. Ja, Mittelklasse Bier, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges, genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Es ist nun mal so, das ist nicht jedermanns Geld. Sache. Da fehlt mir so ein bisschen immer der Charakter, ja. Ich meine, wenn es einfach nur eintönig schmeckt und dann kommt nichts mehr, dann. Der Charakter ist charakterlos. Naja, wer auf bitteres Richtig Bier steht, der kriegt charakterlos. definitiv bitteres Bier. So. Weniger bitter wie Jever, also dieses Herbe, ne? Jeva. Jutta Jeva. Was haben wir denn da jetzt da? Ah, gucke mal. Da, genau da. Ja, nein, 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 nicht das. Was ist denn das? Oder das? Ja, das. Trinken wir mal wieder was 05er mäßig. Aber Enrico. Eine richtige Pulle. Wir trinken Augustinerbräu München Lagerbier hell. Ah, der alte Papst ist da drauf. Super. Oder wer auch immer. Massenproduktionshell trinken wir das nächste Mal. Also Oh. unbedingt den Kanal abonnieren, dann seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Gegründet 1328, das ist die älteste Brauerei Münchens. Vielleicht ist das auch nur Marketing. Vielleicht erfahrt ihr das im nächsten Video, vielleicht auch nicht. Schaltet unbedingt wieder ein. Wenn es heißt, wir testen für euch, wir riskieren hier alles für euch. Ja, Also abonnieren. wir riskieren hier unsere Leber. So.